Ich werde bis zum letzten Tag meines Vertrages hier sein und alles geben, verkündete Mesut Özil im Interview mit The Athletic. Ich entscheide, wann ich gehe, nicht andere. Der 31-Jährige spielt momentan beim FC Arsenal nur eine Nebenrolle. Trainer Mikel Arteta wirft ihm unter anderem fehlende Einstellung und Laufbereitschaft vor. Ich war sowohl vor als auch nach der Corona-Pause fit genug, um jedes Spiel zu machen, so Özil. Außerdem reagierte er wütend auf die Kritik an seiner Person. Was die Leute draußen über mein Spiel oder meinen Charakter sagen, ist irrelevant. Sie reden nur Schwachsinn. Neymar ist zusammen mit Kylian Mbappé einer der besten Spieler der Welt, sagte PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi nach dem Halbfinaleinzug in der Champions League bei RMC Sport. Kylian und er werden niemals gehen, sie werden bleiben. Die beiden Superstars sind noch bis 2022 an die Pariser gebunden. Nationalspieler Luca Waldschmidt vom SC Freiburg steht offenbar kurz vor dem Wechsel zu Benfica. Wie Sport1 erfuhr, absolvierte der 24-Jährige am Donnerstag schon nicht mehr das Training bei den Breisgauern. Die beiden Clubs haben sich auf eine Ablöse von 15 Millionen Euro geeinigt. Waldschmidt soll am Freitag den Medizincheck in Lissabon absolvieren. Ex-Nationaltorwart Ron-Robert Zieler spielt ab sofort für den 1. FC Köln. Der Weltmeister von 2014 wurde für ein Jahr von Zweitligist Hannover 96 ausgeliehen, wie die Kölner bestätigten. Nur einen Tag nach seiner Vertragsauflösung bei Juve hat sich Blaise Matuidi dem MLS-Club Inter Miami von David Beckham angeschlossen. Das verkündete der Verein am Donnerstag.